Pressekonferenz des HC Erlangen vor unserem nächsten Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den Rekordmeister THW Kiel. Ich bin heute die Vertretung von Damira und auf dem Podium begrüße ich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Linksaußenspieler Max Jäger. So René, die Spiele gegen den THW Kiel sind immer etwas ganz Besonderes. Leider dürfen wir auch am Mittwoch immer noch keine Fans in die Arena lassen und das Spiel steht trotzdem unter einem ganz besonderen Motto. Auf was können sich dann die Fans wenigstens digital oder vor dem Fernseher freuen? Ja, herzlich willkommen erstmal. Klar, jedes Spiel ohne Zuschauer, gerade gegen solche Mannschaften wie den THW Kiel, sind natürlich schade in dieser aktuellen Pandemielage, aber natürlich nicht zu ändern. Dementsprechend haben wir natürlich uns auch ein paar Gedanken gemacht, wie können wir trotzdem so viel Atmosphäre aus der Arena nach Hause bringen. Das Spieltagsmagazin ist ja schon gut bekannt, auch das Fanradio hat sich sehr gut etabliert. Zudem erwarten unsere Fans jetzt aber auch am Mittwoch ganz besondere Aktionen. Das Spiel steht unter einem ganz besonderen Motto, und zwar unter dem Motto Sport bewegt uns. Aus der Metropolregion Nürnberg unter der Schirmherrschaft unseres Premiumpartners der Nürnberger Versicherung wurde schon vor vielen Monaten dieses Netzwerk der Spitzensportvereine gebildet. Dem sind wir auch als stolzer Partner mit dabei und wollen dieses Netzwerk und die Geschichte dahinter einfach auch ein bisschen genauer vorstellen, haben sehr interessante Interviewgäste am Mittwoch mit dabei und auch natürlich sehr attraktive Gewinnspiele. Dementsprechend hoffen wir damit natürlich euch auch nach Hause ein bisschen nicht nur Atmosphäre der Arena zu bieten, sondern natürlich auch ein paar zusätzliche Informationen über diesen Motto-Spieltag und alles, was damit dranhängt. Dementsprechend, wir freuen uns auf ein sportlich sehr, sehr interessantes Spiel. Nach dem tollen Sieg gegen Magdeburg sind wir natürlich alle heiß auf den nächsten Favoriten bei uns in der Arena, aber trotzdem natürlich auch drumherum auf einen spannenden Spieltag, spannende Interviews, spannende Gewinnspiele. Also ich glaube, allen zu Hause wird eine Menge geboten und wir freuen uns schon auf den Mittwoch. Dankeschön. Ja, Hasan, der René hat gerade auch schon den Sieg gegen Magdeburg angesprochen. Das war ja wirklich eine Sensation. Und jetzt wartet gleich am Mittwoch der kommende hochkarätige Gegner THW Kiel auf euch. Wie hast du deine Mannschaft denn auf das bevorstehende schwere Spiel eingestellt? Ja, guten Morgen erstmal. Das ist die nächste Spitzenmannschaft, die kommt. Und die Vorbereitung war im Grunde ähnlich schwierig, wie das vor dem Magdeburg-Spiel der Fall war. Nationalspieler waren nicht da, unser kompletter Mittelblock war nicht da, Linkshänder auch nicht da. Es war schwierig, jetzt sich einzustellen, deswegen gegen solche Spitzenmannschaften geht es immer über den Kampf. Das ist das, was uns auszeichnet, das ist das, was uns auch gegen Magdeburg geholfen hat. Wir werden natürlich uns versuchen, das zu überlegen, aber am Ende geht es darum, gegen Kiel irgendwie in unseren Modus zu kommen, in unseren Kampfmodus zu kommen. Das ist rein von der Qualität ist natürlich Wahnsinn, was auf uns zukommt. Das spielen Jungs, die können alles. Da ist es schwer, sich was rauszubinden, eine Schwachstelle rauszupicken. Ich glaube, unser Schlüssel wird sein, dass wir Kiel so ein bisschen aus ihrer Komfortzone holen. Man merkt bei denen, wenn sie locker werden, wenn sie Spielfreude entwickeln, dann kann, glaube ich, keine Mannschaft sie schlagen. Aber wenn wir sie in Zweikämpfe verwickeln, was auch ein bisschen unsere Stärke ist, wenn wir sie so ein bisschen ärgern, ein bisschen raus aus ihrem Standardspiel kriegen, dann rechnen wir uns natürlich was aus. Wir haben gegen Magdeburg gezeigt, dass wir mit solchen Mannschaften mithalten können. Wir wissen natürlich, dass es ist immer noch die THW Kiel, die mit dem Anspruch kommen, Deutscher Meister zu werden. Dann müssen die bei uns gewinnen und diesen Druck versuchen wir einfach zu nutzen. Okay, und Max, der THW ist auch diese Saison wieder der Anwärter auf die Meisterschaft und hat natürlich unter Trainer Philipp Jicher eine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern. Gibt es da auch einen Gegenspieler, auf den ihr besonders Acht geben müsst? Ich glaube, dass der THW individuell in der Liga, glaube ich, am stärksten besetzt ist. Klar, da kann man sich natürlich einen Sander Sagrosten rauspicken oder einen Duvniak. Oder Nandin sind Welthandballer geworden oder vielleicht potenzielle. Aber ich glaube, dass wir uns da gar nicht zu verrückt machen sollten und auf einen achten müssen werden, wie Hasan schon gesagt hat, da geht es um Mentalität, da geht es um Modus und ich glaube, so Spiele sind für uns eher einfach als schwierig. Wir haben nicht die Favoritenrolle und ich glaube, damit können wir dann umgehen. Okay, danke Max. Dann ist jetzt Zeit für Fragen. Ich würde vorschlagen, erst einmal die Pressesprecher, die hier sind und dann die online zugeschaltet sind. Michael, du hast kurz angesprochen, ich wollte dich auf die letzte Trainingswoche ansprechen. Was konntest du aufholen und was nicht oder was ist schlecht gelaufen?
Nein, wir haben natürlich die Pause schon ein bisschen genutzt, um auch durchzuatmen. Ich glaube, wer den Spielplan jetzt im Mai gesehen hat, der weiß, was da auf uns zukommt. Also ist jetzt nicht so, dass wir die Jungs komplett fertig gemacht haben. Es ging so ein bisschen mit den Leuten, die da waren, durchzuschnaufen, an individuellen Sachen ein bisschen zu arbeiten und wirklich die reine Taktikarbeit oder das, was jetzt Gegnervorbereitung ist, findet eigentlich eher heute statt und auch das leider im begrenzten Maße, weil unsere Nationalspieler ja auch erst heute wieder kommen. Für wen lässt du diesmal 1.000, damit du gegen Kiel gewinnst? Wir können uns nicht erlauben, irgendwen 1.000 zu lassen. Aus Personelle. Es werden immer noch nicht spielen Nico Link und Shime Ivic. Klar, Antonio Metzner. Und ansonsten sieht es ganz gut aus. Klar, Clement Berlin fällt auch noch aus. Ansonsten sind wir weitestgehend komplett, ja. Die Verletzung von Verlin, wie stark oder wie schwer ist die einzustufen oder auch zeitlich gesehen? Ja, machen uns nichts vor. Verlin ist ein Top-Mann, der tut uns weh. Wir hoffen, dass er nicht allzu lange ausfällt. Die Situation im Spiel sah natürlich überhaupt nicht gut aus und er hat auch, glaube ich, einen riesen Schreck bekommen. Es ist jetzt so, dass wir jetzt von irgendwas zwischen 4 und 6 Wochen sprechen. Wie genau werden wir sehen, ist schwer einzuschätzen. Okay. Max, du spielst in der ersten Bundesliga. Ist ein Traum in Erfüllung gegangen? Ich weiß natürlich, dass es ein Privileg ist, in der ersten Liga zu spielen. Habe jeden Tag Spaß beim Training und Traum. Klar, als Kind hat man schon mal Bundesliga geguckt und wollte das gern selber machen. Deswegen, ja klar, kann man fertig so sagen. Kannst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel erinnern, wo das war? Ja, das war gegen Kiel in Gummersbach. Ich glaube, darauf wolltest du jetzt wahrscheinlich auch hinaus. Wie ist das, wenn man als junger Mann so die Ostseehalle betritt? Bitte, nochmal. Wenn man als junger Mann oder als junger Spieler die Ostseehalle das erste Mal, oder wie sie jetzt momentan heißt, betritt? Ja, klar. Also das erste Mal ist schon pompös gewesen. Damals waren natürlich auch Zuschauer da. Die Atmosphäre sorgt man dann auf. Ich glaube, im Spiel ist es dann wurscht, sag ich mal, weil man im Fokus ist. Aber die Atmosphäre fehlt uns natürlich allen. Und vor allem in Kiel ist natürlich immer was Besonderes. Dankeschön. So, dann wäre jetzt auch noch Zeit für die Online-Fragen. Ich würde einfach mal anfangen. Hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Schulze Zacher, Peter, Nürnberger Nachrichten. Erste Frage an den Herrn Haas. Ich habe mal nachgeschaut, es gab bisher 11 Spiele in der Bundesliga. Das hat sie Erlangen gegen Kiel und 11 Niederlagen. Ist das eher Ansporn, so eine Serie mal zu brechen? Oder macht einem schon so ein bisschen Kopfzerbrechen? Warum klappt es immer nicht irgendwie? Naja, ich meine, wir sind ja eigentlich in der Situation, dass man sich das nicht fragen muss. Kiel ist der Favorit, Kiel hat den Anspruch, bei uns zu gewinnen. Aber natürlich wollen wir das irgendwann durchbrechen. Ich halte das für möglich. Wir können das, wir haben das drin. Nur brauchen wir natürlich unsere Top-Leistung. Das ist, nochmal, Kiel ist die Mannschaft seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Liga. Jedes Spiel gegen die Kieler versucht jede Mannschaft immer wieder aufs Neue. Alle sind extra motiviert, alle sind extra heiß. Ab und zu klappt es. Auch dieses Jahr haben wir es schon gesehen, wie es Wetzlar geschafft hat, die Kieler zu schlagen. Ich fand auch in unserem Hinspiel, wir waren nach diesem Hinspiel nicht ganz unzufrieden mit dieser 6-Tore-Niederlage, weil wir einfach Ansatzpunkte gesehen haben, wie wir gegen Kiel Tore werfen können und wie wir Kiel verteidigen können. Und ich glaube, es gibt Ansatzpunkte. Aber wir müssen uns schon sehr strecken. Nächste Frage nochmal an Sie, Herr Haas, und auch an den Spieler Max Jäger. Es stehen jetzt im Mai, steht ein Monat voller Handball an, 8 Spiele in nur einem Monat. Mit welcher Einstellung, mit welcher Vorfreude geht man auch daran, an diese besonderen Wochen? Fange ich mal an. Das ist natürlich ein happiges Programm. Ne? Wir spielen teilweise alle 2 Tage, jetzt alle 3 Tage. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Meine Mannschaft ist gut trainiert, die sind fit. Wir haben einen sehr, sehr breiten Kader. Es können jederzeit Leute einspringen. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Die Spieler werden wahrscheinlich sagen, dass sie dann weniger trainieren müssen. Ja, also ich glaube, von meiner Seite
Wir haben das, glaube ich, am Anfang der Saison gewusst, dass das passieren kann. Und ich glaube, dass wir fit genug sind alle. Wir sind alle fleißig im Training. Und ich glaube, als Spieler willst du sowieso immer eher spielen als trainieren. Zumindest die meisten. Und deswegen haben wir jetzt keine Scheu, sondern freuen uns auf den Mai, denke ich. Herr Jäger, jetzt ist schon zweimal das Stichwort Fitness gefallen. Sie waren ja auch länger verletzt. Haben gegen Magdeburg ein richtig gutes Spiel gemacht. Bei wie viel Prozent steht denn Max Jäger im Moment? Ja, also zu 100% zufrieden bin ich sowieso nie, auch fitnessmäßig nicht. Von der Verletzung her bin ich wieder 100% gesund. Sagen wir es so, auf wie viel Prozent ich bin, sollte vielleicht ja der Trainer sagen, der sieht mich ja im Training. Aber ich persönlich bin auf jeden Fall gesund und fühle mich fit. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Dann scheint dem nicht so zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen, für Ihr Zuschalten und bis Mittwoch.